Hallo, mein Name ist Sam von Samantha. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute mal wieder in einem anderen Setting. Vor einer Weile hat mich jemand auf meinem Instagram-Account angeschrieben. Sam wandert halt, so heißt er. Hier. Und zwar Anke, die mich fragte, ob ich denn mal ein Video über Bettwanzen mache, weil ich das in meinem Video zum Thema Schlafsack erwähnt habe. Ja, was soll ich sagen? Um was geht es heute? Um Bettwanzen. Ja, erstmal danke für die tolle Frage und auch für die Mühe, die sich gemacht wurde, mich dann da auf Instagram zu finden und anzuschreiben. Kann auch gerne jeder machen, mir auf Instagram oder über den YouTube-Kanal zu schreiben und mich zu fragen zum Thema Pilgern, wenn er irgendwie Fragen zur Ausrüstung hat oder zu irgendeinem Ablauf. Ja, Bettwanzen, großes Thema oder soll ich lieber sagen, kleines Thema. Eins vorweg, ich hatte selber noch keinen Kontakt mit Bettwanzen. Denn diese kleinen Viecher, die sind echt lästig, wenn ihr sie bekommt, beziehungsweise wenn sie in eure Ausrüstung kriechen. Also Bettwanzen sind auf dem Jakobsweg auf alle Fälle ein Thema, denn sie werden meistens von den Pilgern mitgebracht. Also es ist nicht so, dass die einfach so in der Herberge entstehen, sondern die entstehen, weil viele Menschen auf einem Flecken sind. Es ist immer ein sehr großer Wechsel. Und die Viecher werden eigentlich von draußen irgendwo angeschleppt. Einer schleppt sie rein mit dem Rucksack von außen in die Herberge rein. Dort vermehren die sich ratzfatz, kriechen in die dunklen, schönen Ecken und belästigen dann die nächsten Pilger. Deswegen gebe ich euch gleich noch ein paar Tipps, wie ihr vermeidet, dass ihr selber zum Transporter der kleinen Bettwanzen werdet. Zum ersten Bettwanzen. Wie erkenne ich Bettwanzen? Abgesehen davon, so sehen sie aus, allerdings sehr, sehr klein und verstecken sich tagsüber gerne in kleinen Ritzen. Meistens merkt man, dass man Bettwanzen hat, eigentlich erst, wenn es zu spät ist, und zwar am nächsten Tag. Bettwanzen kommen nachts raus, krabbeln auf euch rum, ich weiß, und beißen euch. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Bettwanzen hinterlassen so eine Art straßenförmige Stichwunde. Ich habe da jetzt einfach mal schön aus dem Internet ein Foto rausgesucht. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich verlinke es euch auf alle Fälle. Bisse von Bettwanzen sind also straßenförmig. Also wenn ihr morgens aufwacht und habt jetzt irgendwie nur einen Stich, braucht ihr dann nicht gleich in Panik ausbrechen, sondern einfach mal gucken, wie verlaufen diese Stiche. Wenn das so ein bisschen straßenförmig von oben nach unten ist, dann solltet ihr euch auf alle Fälle Gedanken machen, ob ihr nicht Bettwanzen habt. Was ist dann zu tun? Auf alle Fälle nicht in Panik verfallen, auch wenn es schwerfällt. Ihr solltet auf alle Fälle der Herberge Bescheid geben. Denn die Herberge, die wollen mit Sicherheit keine Bettwanzen. Die meisten wissen auch nicht, dass sie Bettwanzen haben. Das ist aber wichtig für die zu wissen, denn dann können die auch die nächste Herberge anrufen, beziehungsweise die davor anrufen und sagen, hey Freunde, wir haben Bettwanzen. Es kann sein, dass ihr Bettwanzen habt, beziehungsweise die nächsten, weil der Pilger eben das Transportmittel der Bettwanze ist, kann dann auch schon Bettwanzen haben. So kann die Herberge direkt reagieren, die würde dann zumachen und eigentlich alles desinfizieren, damit dieser Bettwanzenbefall aus der Welt geschafft wird. Seid ihr unmittelbar betroffen, solltet ihr auf alle Fälle eure komplette Ausrüstung, und ich meine eure komplette Ausrüstung, in die Waschmaschine bzw. in den Trockner stecken. Bettwanzen sterben ab bei über 60 Grad, also sollte auch mindestens 60 Grad haben. Für eine Stunde alles in den Trockner, auch der Rucksack, eure Schlüppis, Unterwäsche. Denn wenn nur eins von diesen Viechern überlebt, geht das Ganze von vorne los. Die legt dann ihre Eier und dann schlüpft neue. Und das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr diese Bettwanzen mit nach Hause bringt. Und dann habt ihr erst ein ganz, ganz dickes Problem. Also, komplette Ausrüstung in den Trockner, beziehungsweise den Rucksack, der ist schwer in den Trockner zu stecken, schön durchwaschen in heißem Wasser in der Badewanne. Irgendwie so, meistens die Herberge, die ja dann den Befall hat, hilft einem auch noch raus und sagt, hier komm, gib mir deine Sachen, wir waschen das jetzt alles durch. Oder ihr geht in die nächstgrößere Stadt zum nächsten Waschsalon und dann zieht ihr euch nur euren Regenponcho meinetwegen an, steht dann da nackig und wascht eure Sachen. Aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil ihr sonst wirklich ein Problem habt. Aber wie können wir verhindern, dass wir überhaupt Bettwanzenbisse bzw. Bettwanzen in unsere Ausrüstung bekommen?
Wir müssen natürlich so ein bisschen die Augen offen halten und so ein bisschen auf unser Bauchgefühl verlassen, wenn wir in eine Herberge einziehen. Ich bin immer ein sehr großer Fan von seinem Bauchgefühl folgen. Wenn ihr also in eine Herberge kommt, die von außen vielleicht schon so ein bisschen schmuddelig aussieht, es gibt tatsächlich welche, die einfach so ein bisschen abgewohnt wirken in der großen Stadt, dann sollte man vielleicht einfach mal sich so ein bisschen umgucken, beziehungsweise sich fragen, will ich da jetzt reingehen? Es hat ja auch jeder so seine eigene Schwelle von, wo möchte ich übernachten, wo möchte ich nicht übernachten. Wenn ihr beschließt, ihr geht in die Herberge rein, dann schaut euch die Betten an. Wie neu ist die Herberge auch? Also wie neu sind die Betten? So alte, richtig ranzige Holzstockbetten, die sind eigentlich schon prädestiniert dafür, dass sich da irgendwelche Viecher festsetzen. Da wäre ich da ein bisschen skeptisch. Ansonsten, wenn das Ganze neu aussieht, das Holz nicht aufgequollen ist durch Nässe oder eben so den Dunst, den der Pilger von sich abgibt, dann ist es eigentlich problemlos. Aber trotzdem einfach mal so ein bisschen in die dunklen Ecken gucken, auf die Matratzen gucken, immer was hochheben, dann seht ihr schon, ob ihr irgendwie was findet, wo ihr sagt, das sieht mir aber irgendwie verdächtig aus, könnten das Bettwanzen sein oder eben die Überbleibsel von Bettwanzen. Ansonsten mit einer Taschenlampe einfach mal in die Ritzen reinleuchten und dann stellt ihr eigentlich relativ schnell fest, ob es da Bettwanzen gibt. Das wird euch eventuell nicht davor bewahren, aber es wird euch sicherlich eine größere Chance geben, nicht mit Bettwanzen in Kontakt zu kommen. Ich persönlich verlasse mich da wirklich, wie gesagt, auf mein Bauchgefühl. Wenn ich in eine Herberge reinkomme und die ist für mich sauber, dann gehe ich auch davon aus, dass dort keine Bettwanzen sind. Also ich gehe jetzt nicht hin mit einer Taschenlampe und leuchte in jede Ritze, das wäre mir dann irgendwie zu aufwendig und nach 20 Kilometer, 25 Kilometer am Tag bin ich da, glaube ich, auch einfach zu müde. Wichtig ist aber auch, dass ihr eure Rucksäcke nicht auf die Betten stellt. Also es gibt viele Pilger, was heißt viele Pilger? Es gibt den einen oder anderen Pilger, der sagt, ich komme jetzt hier an und schmeiße seinen Rucksack aufs Bett drauf. Ist natürlich immer blöd. Es ist so eine Etikette auf dem Jakobsweg, dass man das nicht macht. Und zwar der Rucksack gehört auf den Boden. Der gehört auf den Rücken oder auf den Boden, aber nicht aufs Bett. Denn man stellt ihn ja doch immer mal irgendwo ab, wenn man Rast macht. Dort besteht die Möglichkeit, dass klein Viech-Krabbelzeug in den Rucksack oder an den Rucksack kommt, beziehungsweise aber auch Dreck und Staub und das landet dann im Bett und das ist irgendwie blöd, das finde ich nicht okay. Man ist ja dann doch Gast in einer Herberge und dementsprechend bleibt der Rucksack auf dem Boden. Manche Herbergen haben auch ihre eigenen Regeln, die sagen dann, okay, ihr dürft eure Rucksäcke nicht mit ins Zimmer nehmen. Die werden dann in Plastikbeutel verpackt und stehen dann im Eingangsbereich zwar drinnen, aber nicht oben im Schlafsaal. Habe ich auch schon erlebt, aber wenn ihr irgendwas braucht aus euren Rucksäcken, könnt ihr da natürlich rangehen. Aber die wollen einfach nicht, dass man das dann mit hochträgt. So vermeiden die halt diesen Bettwanzenbefall. Das sind die Regeln von der einen oder anderen Herberge, die muss man akzeptieren. Und wenn man das nicht möchte, dann geht man einfach in die nächste Herberge. Also es ist mir, glaube ich, ein oder zweimal passiert, wo es hieß, na, Rucksack bleibt hier unten, im Schlafsaal bitte nicht. War für mich auch okay. Ansonsten hatte ich das noch nicht. Wie gesagt, der Rucksack immer vors Bett oder an die Seite vom Bett und nie innen rein. Was macht ihr, wenn ihr noch gebissen worden seid? Bettwanzenbisse sind wohl sehr juckend, die kratzen und jucken. Dann am besten einfach mal in die Apotheke gehen. Die werden euch da beraten können, irgendwas gegen das Juckende auftragen. Das kann wohl bis zu 10 Tage andauern. Wichtig ist natürlich nicht kratzen, weil es ist wie so ein Anti-Juckzeug kaufen. Was hilft noch gegen Bettwanzen? Gegen Bettwanzen hilft wohl laut dem Internet, ich kann es euch ja nicht sagen, ätherische Öle. Ätherische Öle, die dann scheinbar den Bettwanzen nicht so gut tun, beziehungsweise sie mögen es nicht und halten sich dann von euch fern. Also wenn ihr da irgendwie Lust habt, könnt ihr euch vielleicht so ein kleines Fläschchen ätherisches Öl mitbringen, euch selber einsprühen, beziehungsweise euren Schlafsack. Ob es was bringt, ich kann es euch nicht sagen, ob das für die Schlafhygiene, wie man das ja heutzutage so nennt, Sinn macht, weiß ich auch nicht. Ich habe es, wie gesagt, schon nicht probiert. Ich wollte es euch nur sagen, wenn ja jemand sehr, sehr Panik hat vor Bettwanzen, viel Knoblauch essen hilft vielleicht auch. Ansonsten ist es einfach eine Sache, die passieren kann, die muss nicht passieren. Wie gesagt, ich war jetzt schon auf 3 Jakobswegen. Ich hatte noch nie Probleme mit Bettwanzen. Habe aber schon jemanden getroffen, der Bettwanzenbisse hatte und demnach befallen war. Ja, das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, bei Bettwanzen, Ausrüstung, Durchsuchung und Waschen,
der Herberge auf alle Fälle Bescheid sagen, zur Not anrufen dort, wenn ihr schon weitergezogen seid und erst dann merkt, dass ihr einen Befall habt, dass die auch was unternehmen können. Wenn die es nicht wissen, dann können sie auch nichts unternehmen und so kann der nächste Pilger vielleicht davor bewahrt werden, in dieselbe Situation zu kommen. Ist vielleicht auch eine Geschichte, die man irgendwann, je mehr man pilgert, desto eher erlebt man es mal. Aber es gibt auch Leute, die pilgern das erste Mal in ihrem Leben. Dann und Leute wie ich, die jetzt schon 3-4 Mal unterwegs waren, hatten es noch nie. Ätherische Öle können helfen. Ansonsten hat es auch nichts mit Hygiene zu tun, dass ihr nicht gewaschen seid. Die Bettwanzen halten sich einfach in dem Stockbett oder in dem Bett auf, unter der Matratze, in irgendwelchen Ritzen, kommen nachts raus. Körperwärme zieht sie an. Und dann liegt natürlich da das Abendessen. Und daher kann es passieren, dass ihr dann einfach Pech habt und gebissen werdet. Ja, wenn ihr zu dem Thema noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr die mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Lest euch auch gerne unten meinen Text durch. Dort gebe ich eigentlich immer ganz, ganz viele Infos, die ich vielleicht gar nicht im Video erwähne, weil ich es einfach vergessen habe. Gebe euch die Links rein, was man so machen kann, wo noch mal ein bisschen was im Internet zum Thema zu finden ist. Ansonsten einfach macht euch nicht kirre zu dem Thema. Es ist, wie es ist. Geht es locker an. Vertraut eurem Bauchgefühl. Und dann klappt es auch mit den Pilgern und ohne die Bettwanzen. In diesem Sinne wünsche ich euch, bleibt gesund, bleibt happy und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, buon cammino!